Gut, sicherlich. Ja. Oliver? Oliver? Hey! Mann! Ja, Moment mal. Was? Ja, du hast schlecht geträumt. Ja, hallo, ich bin's, der Beckenbauer. Ja. Zweimaliger Weltmeister. Ja, setz dich. Ja, hallo. Das habe ich zu spät erkannt. Es ist alles in Ordnung. Du stehst ja in einem enormen Druck beim FC Bayern. Du verfolgst dich bis in den Schlaf. Du überlegst dir, was kannst du auch mal der Mannschaft zurückgeben. Richtig, ja, absolut. Heute ist ja Valentinstag gewesen, ja. Hast du irgendwie ein Geschenk für einen deiner Freunde vielleicht? Ist ja Tag der Verliebten, ja. Vielleicht für deinen Allerliebsten, für den Cleansee. Was? Wenn mal, ja, richtig, ich weiß, den magst du nicht. Ja, das ist richtig, ja, der hat dir den Platz weggenommen, ja, bei der Weltmeisterschaft. Ja, ich weiß es, ja. Aber der andere. Nimmt dir halt den Platz weg, aber das ist egal, du musst wissen, was kannst du für den FC Bayern nochmal zurückgeben. Richtig, ja, aber der andere war besser, der Lehmann. Ja, ruhig, ja, komm, ja, setz dich, Oliver. Richtig, ja, du bist der Größte, du bist absolut super, ich weiß es, ja. Ich war auf der Berlinale, war ich gewesen, gestern, ja. Habe ich die Madonna getroffen und gefragt, ob sie dich nicht im Sommer, wenn du aufhörst, adoptieren will, ja. So einen bayerischen Gorilla vielleicht. Die hat ja immer so einen Hang zu was Sachen, die ich jetzt hier gar nicht hören, die will ich nicht kommentieren, weil ein Oliver Kahn interessiert sowas nicht. Richtig, ja. Du willst dem Verein auch mal was zurückgeben. Was kannst du dem FC Bayern geben? Absolut, ja, nicht. Deutscher Meister, ja. Triple. Du musst Preise gewinnen. Ja, richtig, ja. So, jetzt wird geschlafen. Ja, die anderen Spieler brauchen ihre Bettruhe, ja. Und morgen erzähle ich dir dann das Märchen noch vom Eike-Immel, ja. Da habe ich mich schon immer mal gefragt, was reimt sich überhaupt auf Eike-Immel? Da reimt sich auf Eike Immel, reimt sich Schimmel etwa. Ja. Oder Himmel. Ja, Himmel oder Lümmel, ja. So, ja, genau, ja. Richtig, ja. Positiv verrückter ist er.